Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von einem neuen Projekt. Und zwar heute mit GTA 5 LSPDFA. Das ist der Polizeimod in GTA 5. Und ja, wir haben heute hier mal die Uniform von Rheinland-Pfalz. Dürfte das sein? Und unsere Aufgaben sind halt genau die wie von der echten Polizei, könnte man sagen. Und wir gehen jetzt mal zu unserem Streifenwagen für heute. Und zwar, wir sind heute mit dem VW von der Autobahnpolizei Berlin unterwegs. Den genauen Namen von dem Auto weiß ich jetzt gerade nicht. So, einsteigen und ich würde sagen, wir gehen sofort hier auf Streife. Ja, da gehen wir mal sofort hin. Da haben wir das Auto ein bisschen mitgenommen. Ich möchte, dass die fahren, weil ich muss die jetzt so einen Traffic Stop rausholen. Ich möchte natürlich nicht, dass der so hier hält. Also bitte folgen Sie mir mal. Ja, ich würde sagen, wir halten einmal hier so. Okay, der möchte nicht so. Ja, dann fahren wir hier auf den Parkplatz. Da sind auch die Fluchtversuche sehr niedrig. Wir nehmen jetzt mal sofort hier den Elektroschocker raus. Denn man weiß ja nie. Hallo! So. Runter. Auf den Boden. Sie haben auf mich geschossen, hier mehrmals. Hopp, runter. Sie werden jetzt festgenommen, vorläufig. Weil sie haben mich hier zweimal angeschossen. You are now following a new pending court case. Please FN. Ah, okay. Ja, bitte setzen Sie sich mal hin. We've got a code 99 in the Spooky Canal. So. Einmal hier die Tür zu. Und wir fahren weiter, würde ich sagen. Ich steige jetzt rechts ein, weil es am leichtesten so ist. Und da kriegen wir sofort den neuen Einsatz. Ich dachte, da geht's weiter. Da habe ich aber falsch gedacht.
Der Leon soll jetzt mal hier nicht in der Aufnahme stören. Selber schuld, wenn sie es vor das Auto laufen. Okay, da muss der Gerichtsmediziner her. Ah, wir schicken mal einen Krankenwagen. Vielleicht machen die ja noch etwas. Nee, nicht clean up, sondern... Okay. Denn ich möchte hier kein Blut an mein Auto haben. So, wir ziehen jetzt mal ein Auto raus. Einfach mal so stichprobenartig. Um zu schauen, ob da alles stimmt, ob die Person vielleicht gesucht wird. So, wir machen das wieder, dass er uns folgt, bitte. Guten Tag. Hey. Get pump. So. Johann Eidsoop. Okay, Eidsoop. Da ist alles gut, okay. Vielleicht wird ja die Person gesucht. Ich denke zwar nicht, aber man überprüft mal lieber. Bevor es am Ende dann Schwerverbrecher, also eine Schwerverbrecherin ist. Ist alles gut. Okay. Ich hätte da mal ein paar Fragen. Und zwar, haben Sie etwas heute getrunken? Nee. Okay. Ja, dann würde ich sagen, danke. Das war's mit der allgemeinen Verkehrskontrolle. Okay. So. Wir gehen jetzt wieder in unser Auto und fahren einfach weiter. Dann wird die nämlich abgebrochen. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt noch den hier mal raus, oder? Außer wir kriegen jetzt noch einen Einsatz. Ah. Mama, ein verdächtiges Auto heißt das, glaube ich. Platz machen, bitte. Diablo
Dispatch calling Unit 1 Lincoln 18. Approach with caution. What's good? Hey, what's going on, brothers? Ich hoffe mal, dass die Person dann gleich nicht abhaut. Wir fahren mal so hier hin. So, Elektroschocker schon mal raus. So. Officer has been fatally shot. Officer needs immediate assistance. Ja gut, also, ich würde sagen, wir sind jetzt gestorben. Und das war's dann für diese Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt GTA 5 LSPDFA. Hoffentlich wird es nächste Folge dann nicht zu solchen Sachen passieren. Aber ich möchte mal kurz eine Sache testen. Ach so, ich dachte, das geht. Dass wenn man dann halt Rechtsklick macht, also wie bei einer Waffe, und dann E drückt, dass der halt dann mit denen sprechen kann. Aber ich wollte jetzt meine Waffe nicht rausholen. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge wieder. Und ich würde sagen, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.